So, von Los Angeles nach Vancouver, 1684 Kilometer, ab die Post. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Auf geht's! Ah, sieht gut aus. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Nach links ab. Ich halte hier kurz mal an. Muss meinen Sitz mal verstellen. So. Vielleicht noch ein bisschen weiter runter. Ich bin schon unten. Ist doch ein bisschen zu weit. Oder? Immer geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ich war noch mal ein bisschen näher ran. Ich glaube, war schon richtig. Ach du Scheiße. Biege nach rechts ab. Die Strecke scheine ich schon gefahren zu sein. Na. Aber es ist nur ein kurzes Stück danach. Sehe ich neue Orte. Geil.
links halten. Oh, Alter. Bitte links halten. Jetzt mal ein bisschen Vollgas. Mal sehen, wie viel Topspeed das Ding hier hat. Was war das denn? Oh Mann. Links halten.
nach rechts ab. This is my kind of ASMR. Yeah, dude, it's so, so cozy, man. Ich nehme die Nacht auf jeden Fall mit. Machen wir eine Nachtfahrt. Stoppen gar nicht. Ankunft Sonntag 12 Uhr. Uhr 56. Vielleicht mache ich später mal so eine Frühstückspause, aber ich habe heute eigentlich nichts vor. Ich muss nur eine halbe Stunde was erledigen und dann wäre es eigentlich gut, wenn ich mich bis 14, 15 Uhr beschäftige. Guten Schlaf gehabt? Nee, nicht unbedingt, Nehmer. Ich muss heute nur Rhythmus ein bisschen ändern. Also mein Schlaf muss ich ein bisschen nach hinten verschieben. So normal, also die letzten Tage immer, habe ich halt immer von 9 bis 14 Uhr maximal gepennt und dann wieder bis morgens wach gewesen. Aber heute muss ich eigentlich so gegen 14, 15 Uhr schlafen und ab 20 Uhr wieder wach sein. Zur Fahrzeugüberprüfung bitte eine nahegelegene Wiegestation aufsuchen. Wie geht's dir denn, Nehmer? Hast du gut geschlafen oder bist du noch wach? Bianca, guten Morgen. Ja, bei uns alles gut. Jetzt, wo wir nicht mehr Veteran spielen, ist alles gut. Ich hoffe, bei dir auch, Bianca. Ja, mir geht es soweit gut. Hab auch gut geschlafen. Schön, Nehmer, schön. Also ich hätte schon Bock, heute noch Plague Tale durchzuballern später, nach dem Frühstück. Hi Lu, danke fürs Liken. Welcome. Bianca, was geht heute so bei dir?
Was läuft da für eine Musik gerade? Ist das Taylor Swift? So heißt sie doch, oder? Nee, das ist sie nicht. Partner, Wäsche, Haushalt, also nichts Besonderes. Kenne ich. Der da vorne soll, glaube ich, einen Mustang darstellen, ne? Also, ich denke mal, dass ich heute den Plague Tale abschließen kann. Morgen, übermorgen bediene ich wieder Main Games, mache Valorant, mache Fortnite, wahrscheinlich auch Rocket League, weil ab, also wahrscheinlich bin ich Montag, Dienstag nicht da, aber ab Mittwoch gibt es dann wieder Racing. Ich hatte jetzt 2 Wochen Pause mit Racing, glaube ich, sind 2 Wochen, ja. Machen wir dann auch wieder ein bisschen Racing, bisschen F1, ACC Comeback, LFM Comeback. Aber ich brauche dann noch ein neues Singleplayer-Game. Wetter genießen zwischendurch. Ist bei dir ein schönes Wetter, Bianca? Bei uns ist es regnerisch, bisschen grau. Gucke schon seit 2 Tagen ohne die Jackie Chan-Filme. Bockt sich. Ey, die kann man sich immer geben, Neymar. Ich habe mir letztens noch Rumble in the Bronx angeschaut. Vor einer Woche. Welche hast du gesehen, Neymar? Kalt, aber Himmel ist klar und Sonne kommt raus. Krass. Geht mir genauso, Neymar. Sie sind ja mit seinen Filmen groß geworden. Möge ja noch lange leben. Jackie Chan hat 2 Filme, wo ich immer weine. Aber so richtig, ich kreische wie ein Baby. Der eine ist mit Sammo Hung, wo Sammo Hung seinen Bruder spielt. Weiß gar nicht wieder, was für einen deutschen Titel der hat. Ich glaube, ist das die Dingensreihe? Supercop-Reihe? Wo Sammo Hung seinen geistig zurückgebliebenen Bruder spielt. Und da gibt es eine Szene, die macht mich bis heute fertig. Powerman, Powerman ist es. Der heißt hierzulande Powerman 3. Ne? Ich glaube Powerman heißt der. Genau. Und der zweite Film
Der hat auch zwei Namen. Ich glaube, hier ist er bekannt unter... Stadt der Gewalt. Hier ist er bekannt unter Stadt der Gewalt. Heißt im Original Shinjuku Incident, glaube ich. Und da ist nichts mit Kämpfen oder sowas. Das ist einfach ein Drama. So ein Gangster-Epos-Drama. Und das ist halt... Da merkst du halt einfach, dass der Mann durch und durch Schauspieler ist, so. Und da hat er echt abgeliefert. Rheinland-Pfalz. Okay, Rheinland-Pfalz geht's heute wettertechnisch ganz gut, sagt Bianca. Hast du den gesehen, Nehmer? Stadt der Gewalt? Ist halt kein traditioneller Jackie Chan Film, aber den empfehle ich dir. Ach, den hast du auf DVD. Geil. Bist mir noch sympathischer geworden. Die neuen Filme von ihm habe ich ehrlich gesagt aber nicht gesehen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Aber der eine Film, der letztens rauskam, so ein Buddy-Action-Movie, den wollte ich mir anschauen, dem wollte ich eine Chance geben. Aber ich fand die schon so lange ein bisschen trashig. Born to be done. Okay, ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, Leute. Ich bin der Don. Schauspieler und Streamer. Ich mache ganz viel Unsinn und sogar den Unsinn mache ich falsch. Meistens. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Überfall, Hände am Lenkrad lassen. Ja, immer. Immer. Ich hoffe, du hattest eine gute Fahrt, Kea. Von wo nach wo bist du gefahren? So, einen Moment. Ich pause jetzt aber kurz, weil die Zeit muss ich mir nehmen. Das habe ich nämlich vorhin bei Schmuggi und Puni vergessen. Weil Valorant Match kannst du leider nicht pausieren. Und da ich hier ja alleine alles mache, die meiste Zeit, wenn der gute Fresh nicht da ist. So, einmal ein Shoutout für Kea. Mit ihm lässt sich gut in den Tag starten, Leute. Ich bin von Osnabrück nach Hamburg, nach Finnland und dort noch eine Runde gefahren. Oh, nice. Ich fahre gerade von Los Angeles nach Vancouver. Und normalerweise fahre ich ungern nachts, weil ich viel einfach von der Umgebung sehen möchte. Aber ich bin gerade in so einer Stimmung. Das tut gerade mega gut. Alles klar, Nehmer. Viel Spaß bei dem Jackie Chan Grind. Ja, da oben war ich noch nicht. Ich schaue ja immer, dass ich so immer unterschiedliche Routen nehme. Werde ich mit Sicherheit noch machen, Kea. Muss mich benehmen. Ich bin wieder viel zu schnell unterwegs. Kriege ich gleich einen auf den Deckel von Kea. User 943419 Pibabo, danke fürs Folgen. Hast einen geilen Namen. Bianca, vielen Dank fürs Teamherz. Dankeschön.
Wenn du es vor einiger Zeit gemacht hast, habe ich es erst jetzt gesehen. Immer geradeaus. Gerrit Lehnert sagt, ich bin auch gerade am Fahren. American Truck. Ich bin von Thompson Falls nach Logan. Also Thompson Falls hört sich schon mal ganz gut an. Ich meine, ich hatte so eine Route auch, die ich hätte nehmen können. Herr Fun, guten Morgen. Danke fürs Liken. Herzlich willkommen. So, 22 Uhr, soll ich mal schauen, wann wir denn liefern müssen? Vielleicht können wir doch eine Runde schlafen, damit ihr auch ein bisschen was seht von der Umgebung. Mir gefällt es eigentlich gerade so. Montag zwischen 13 und 20 Uhr wird erwartet. Ja, doch, das haut hin, ne? Ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu leise. Wenn ich sie schon kaum höre, dann hört ihr sie gar nicht. Macht euch einfach eure eigene Mucke an. Ist eh besser. Ich werde sowieso die ganze Zeit geclaimed auf YouTube. Im Hauptmenü oben rechts siehst du die Stunden, die du noch benötigen darfst. Im Hauptmenü? Muss ja nicht unbedingt rauskehren, oder? Da steht's ja auch, ne? Guck. Unten rechts. Erwartet Montag 13:20. Das ist auch richtig. Oh. Da musst du halt dann während der Fahrt machen. Muss da mal ein Binding machen. Dass das schneller geht. Probier's. Ach, da oben links. Bestzeit. Der Kerl mit den Tricks hier. Bitte links halten. Erster Aufenthalt in Sacramento. Also die Pause ist immer 9 Stunden, ne? Dann haut das ja hin. Auf F8 hast du auch die Restzeit. Probier. Keine Kurznachricht vorhanden. Habe ich das vielleicht umgebindet? Ach, da unten steht es ja auch hier. Restzeit 44 Stunden. F6 ist es bei mir. Alles gut. Warte mal, was ist denn hier los jetzt? Bitte links halten. Ja, und warum durfte ich jetzt nicht hier links fahren? Komm doch wieder auf die Strecke.
Ah, da kann ich übernachten. Neu berechnen. Immer geradeaus. Okay, lass uns eine neue Route finden. Tanken könnte ich eigentlich auch, ne? Neue Route finden. Biege nach links. Komm ich da durch? Von da. Nö, auch nicht. Müssen wir hier raus. Das hier ist nur Kulisse hier, wie es aussieht. I don't hate you. Danke fürs Folgen. Route neu berechnet. Stau, vielen Dank. Ich quetsche mich jetzt einfach mal hier rein, so, ne? Das macht dem nichts. Komm, hey. Lass mich doch mal durch. Alter. Wie in real life auch, ne? Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Lass uns eine neue Route finden. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Kea, vielen Dank nochmal für dein Raid. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Liebe Gruß an die Family. Lass es dir gut gehen. Motor abstellen. Dankeschön. Stau. Danke fürs dabei sein. Mach's gut. Man liest sich. Kraftstoffkosten werden vom Arbeitgeber bezahlt. Ja, so muss das. Jetzt können wir hier irgendwo schlafen. Quetsch mich jetzt einfach mal da rein. Oh. Stopp! Auf zu hupen da, Kea. Was soll das denn? Weiter geht's. Alles erledigt. 926 Kilometer.
links halten und dann links abbiegen. Demnächst rechts abbiegen. Richtung Reading. Biege nach rechts ab. Ich habe heute Lust, etwas Besonderes zu essen. Aber kochen möchte ich eigentlich nicht. Vielleicht mal was Nettes bestellen. Bianca, was gibt's heute bei dir zum Mittag? Oh, ein bisschen Inspiration. Habe ich seit Tagen Lust auf Fisch. Muss mal schauen, ob ich noch Lachs habe. Ja, zu Hause hätte ich nur einen Elektrogrill anzubieten. Muss wieder zur Wiegestation. Bitte links halten. Bei uns in der Gegend fehlt es einfach an Fischrestaurants. Also die sind sowieso schon selten. Hier in NRW. Aber wir haben in der Nähe wirklich, wirklich kein gutes Fischrestaurant. Oder wo du halt gut Fisch essen könntest.
Erster Aufenthalt in Reading. Scheint ein sehr kleines Örtchen zu sein. Ja, das stimmt, und man sollte Omega-3 zu sich nehmen, sagt Bianca. Bin ich absolut deiner Meinung. Ich liebe Fisch. Bitte links halten. Und es gab eigentlich auch regelmäßig mal Lachs zu essen. Aber... arschteuer geworden. Arschteuer geworden. Wardi, danke fürs Folgen. Herzlich willkommen. Bitte links halten. Du kannst genauso gut dann wirklich in einem Restaurant essen. Aber es ist teuer, Lachs. Der gute Lachs. Jetzt wird es ein bisschen grüner. So gespannt auf Vancouver gleich. Stand da gerade Weed? Oi, 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 oi. Danke fürs Liken. Leider kann ich deinen Namen nicht aussprechen. Ich kann es noch nicht mal lesen. Ich bin momentan auch auf TikTok, heißt, ich schaue mir da auch gerne so andere Leute an, andere Streams an, um einfach mein Setup weiter zu verbessern oder mein Overlay oder whatever. Ich habe es jetzt aber, schon optimiert, aber so beim Rumschauen bin ich, vorgestern auf einen Stream gestoßen. Eine junge Dame, vielleicht 18, 19, also von der Stimme her so, würde ich mal schätzen, hatte ein Bild drinne von einem geöffneten Kühlschrank, wo nur eine Wurst zu sehen ist. Das Witzige ist jetzt aber, dieses Bild kenne ich. Ich habe das schon sehr oft gesehen, dieses Bild.
Auch mit sehr vielen Beschriftungen, also Memes-mäßig und whatever. Und sie hat gebettelt. So, das Stream ging halt darum, hey, ich habe im Kühlschrank nichts mehr. Und ich bekomme erst in einem Monat wieder Lohn. Und sie hat nach Geld gebettelt. Ich fand das so strange. Ich habe mir das Ganze so ein bisschen angeschaut. Und das Komische ist, die Leute haben dann halt auch geschrieben, hey, du machst das irgendwie jeden zweiten Tag und das Bild kennt jeder. Das macht jeder Zweite mittlerweile auf TikTok. Und man hat die so geflamed auch. Hör auf damit, hör auf die Leute auszunutzen. Und pipapo. Auf der einen Seite gab es aber auch sehr viele Leute, die ihr halt krass Geschenke gemacht haben. Und wenn du das so auf dem Schirm hast, weiß ich, was der Algorithmus dann gedacht hat, keine Ahnung. Jedenfalls, letzten Tage jetzt lande ich öfter bei solchen Leuten. Ja, die stehen entweder vor der Kamera einfach auf TikTok und betteln nach Geld. Es geht sogar so weit, ich war sogar in einem Stream drin, wo dann Mami mit ihrem Baby vor der Kamera sitzt und um Hilfe bittet. Der einen, von der ich jetzt erzählt habe, mit dem Kühlschrankbild, ich habe es natürlich auch kommentiert. Ich habe dann hingeschrieben, verkauf doch dein Handy und kauf dir Brot damit. Mega komisch mittlerweile alles. Ich weiß auch nicht, ob sowas... ob man sowas überhaupt darf. Oder ob man solche Leute melden sollte. Wurde gefragt, ob ich im Live tanzen würde. Würde dann auch was bekommen. Die haben wahrscheinlich die App verwechselt. Bianca. Die wollen wahrscheinlich zu OF und haben die App verwechselt. Also 600 Kilometer noch. Bis Vancouver. Da kommt nichts. Leben am Limit. Meinst du, das würde andersrum auch funktionieren, wenn ich einfach mal ein Bild von meinem vollen Kühlschrank mache und dann live gehe und sage, ey, ich habe zwar alles, aber gönnt mir noch mehr. Million-Dollar-Idee einfach. Sollen wir mal probieren? Einfach so als Trollaktion. Tunesien, danke für deinen Like. Herzlich willkommen. Ja, ich fand's echt schon mega komisch. Und auch wie die drauf war so.
Die hat halt auch jeden beschimpft, ne? Jeder, der ihr halt nichts gegeben hat oder so. Meinte, ja, es sind gerade 500, 600 Leute hier. Und nur 100 schenken was oder gönnen. Alles andere, ihr seid alles Hater. Ich hoffe, ihr kommt in so eine Situation, dann wisst ihr, was Sache ist und pipapo. Also das war schon assi. Was soll das denn? Warum macht man sowas? Warum ist man so? Und das Schlimme ist ja halt, die kommt damit durch. Und wie es aussieht, macht ihr das wohl jeden zweiten Tag? Ich weiß jetzt aber nicht, wer sie war. Den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Ich bin da wirklich per Zufall reingejoint. Dass man das nicht sperrt, sowas. Aber ich werde gesperrt. Warum wurdest du denn gesperrt, Bianca? Warum wurdest du denn gesperrt? Jetzt bin ich neugierig. Ja, Bianca wurde auf TikTok schon mal gesperrt. Interessant. Weil ich kommentiert habe mit lauter MS, was bedeutet das? Hast du böse Sachen geschrieben? Ach, du hast gespammt. Okay. Interessant. Klamath Falls. Ja, wir sind alle Engel. Das bin ich auch. Ich wurde im Valorant ein paar Mal gesperrt. Aber 2 Wochen. Dann habe ich, glaube ich, ein paar Tage spielen können. Dann aber 2 Wochen gesperrt. Dann etwas länger gesperrt. Aber ich bin auch ein Engel. Wir haben nie was Böses gesagt. Würde ich niemals tun. Welche Station kann ich diesmal umfahren? Und hier bei dem Emoji bekommst du Verwarnung. Ich sehe den Emoji nicht. Ich hoffe, du hast den nicht gepostet, weil ich möchte nicht, dass du eine Verwarnung bekommst. Einer meiner Clips wurde aber gesperrt. Und da habe ich ein Motorradspiel gespielt. Nennt sich Ride 4. Und ich bin da gecrashed. Micha, guten Morgen. Grüß dich. Und in dem Spiel, ich fahre halt ganz schnell mit dem Motorrad und bin dann gecrashed und man konnte halt sehen, wie ich crashe. Das Video wurde gesperrt auf TikTok und ich habe eine Verwarnung bekommen.
Ich soll bitte sowas nicht mehr machen. Und deshalb muss ich jetzt auch bei ATS vernünftig fahren. Vielleicht kriege ich da auch noch eine Warning rein. Der fand ich witzig, aber... Kommst von Twitch? Grüß dich, herzlich willkommen auch hier. Aber auf Twitch heißt es anders, oder? Micha? Warum läuft keine Musik mehr? Einen Moment, muss ich eben kontrollieren. Doch, läuft Musik, alles gut. Ach, du bist es, Rolli. Geile Sau. Grüß dich, Rolli. Bist du noch wach oder wach geworden? Nochmal die Info an alle TikTok-Zuschauer, wenn ihr gute Qualität haben wollt, dann checkt einfach mal eure Videoqualität. Unten rechts auf File klicken, Videoqualität und auf Original einstellen. TikTok ist da ein bisschen eigen momentan. Wach geworden, Micha? Nice. Richtung Eugene. Bianca, die Trucker-Community auf Twitch, das sind alles lustige Leute. Alles sehr angenehme Leute, auch sehr entspannte Streamer. Ich bin ja so ein Allrounder. Ich mache ja nicht nur ein einziges Main Game, sage ich mal. Ich habe ja viele Main Games. 6 insgesamt. Aber ich habe das Glück, dass ich dann so ein paar Communities eintauche, und die Trucker-Community ist echt mit Abstand die entspannteste. Dankeschön, Micha, vielen Dank. Ist auch mal was anderes, ne, im Hochformat zu sehen, Micha. So sieht's nämlich aus, Micha. Support ist kein Mord, sagt er, Micha. Und genau so ist es. Und ich sage immer, die besten Zuschauer sind Lurker. Die gehen dir nicht auf den Sack. Die sind da, schauen zu. Und nerven dich.
Niemand ist gezwungen. Niemand ist gezwungen, irgendwo rumzutexten, zu kommunizieren. Das ist der Fehler, den sehr viele Leute machen, beziehungsweise sehr viele Streamer auch. Gibt halt auch Leute, die wollen einfach reinkommen, direkt von Anfang an einfach nichts sagen, sich gar nicht beteiligen, einfach chillen, zuschauen. Ich bin auch so. Wenn ich bei jemand anderem bin, dann möchte ich mich nicht unbedingt im Chat beteiligen. Ich schaue dann einfach, ich lurk von Anfang an schon. Es gab so Leute, oder es gibt die, glaube ich, immer noch, die haben so Programme am Laufen im Hintergrund. Wenn du bei denen in den Chat joinst, dann sehen die das. Ohne dass du irgendwas schreibst, integrieren die dich direkt mit in den Chat und begrüßen dich schon, ohne dass du was geschrieben hast. Sagen dann, hey Don, guten Morgen, schön, dass du da bist. Oh, ich wollte jetzt aber nicht mit dir labern. Aber liegt bei dir dran, dass du schon ein wenig älter bist. Skill, du bist auch so ein Kommunikator. Du bist viel zu sozial. Da geht es auch nicht mehr so schnell mit dem Schreiben, ja. Skill, deine Sozialität, die kotzt mich an, Skill. Kuss. Vielleicht bin ich da auch eigen, aber es gibt halt wirklich wenige Leute auf Twitch oder Twitch-Kollegen, mit denen ich dann auch schreibe. Oder wenn ich in den Chat reingehe oder auch kommunizieren möchte. Skill ist einer dieser älteren Personen zum Beispiel, weil Skill hat einfach sehr viel Lebenserfahrung mit seinen 78 Jahren. Und allein um ihn am Leben zu halten, gehe ich sofort rein und die ersten Sätze sind dann immer, hey Skill, ich freue mich, dass du heute noch lebst, geil. Atme weiter. Ich bin morgens auch froh, wenn ich aufwache und atme, sagt Skill. Ich denke, jedem Zuschauer das seine, oder? Soll jeder machen, wie er denkt. Ja, das sehe ich auch so. Dankeschön. Dankeschön. Endlich mal jemand, der meine Arschlochheit zu schätzen weiß. Bianca, nein, nicht der arme Skin. Nein, 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 nein. Schreib nicht sowas, wenn du ihn kennen würdest. Es wird ja schon wieder dunkel. 287 Kilometer, ja, okay. Wir pennen aber nicht mehr. Jetzt schreibt er selber, echt, der arme Skill. Nein, Mann, nur Spaß. Skill ist einer meiner wichtigsten und ältesten Kontakte auf Twitch. Also seitdem es Born to be Don gibt. Ich möchte ihn nicht missen. So nebenbei, er hat eh nicht mehr so lange zu leben. Die paar Wochen kann ich auch noch nett sein. Was schreibt sie denn? Ich bin momentan ja auch immer auf TikTok live, unter anderem auch mit Interaktion. Ja. Da ist er, der René AK Skill.
Na Skill, gehst du heute nicht mehr live? Das ist die Stadt Eugene. Bitte links halten. Arbeite jetzt gerade ab 9 Uhr dann meine normale Schicht. Hubi, guten Morgen. Dankeschön, Hubi. Ich habe eine sehr angenehme Fahrt. Und auch noch 200 Kilometer zu fahren. Der Familie geht's gut. Frau geht's gut. Babydon wächst und gedeiht. Er kann sich jetzt hochziehen. Und auch schon ein bisschen stehen. Nichts ist mehr sicher, ne? Nichts. Gar nichts ist sicher. Wir müssen einfach alle Schränke so ein bisschen höher ballern, dass er nicht drankommt. Also kann er mehr als du, sagt Skill. Skill! Skill, komm jetzt! Komm! Komm, ey! Ich war die ganze Nacht wach. Komm, jetzt bann dich selber. Timeoute dich selber. Lass uns das einfach beenden jetzt. Ist gut. Ups. Das freut mich sehr. Mögen Sie gesund bleiben. Es ist so schön, ein Kind wachsen zu sehen. Ja, ich genieße jeden Moment, Hubi. Ich hoffe, bei deiner Kleinen auch alles gut. Ist doch bestimmt auch groß geworden, ne? Auch lange her, dass ich sie gesehen habe. Sagt, so klein wie du bist. Wer ist klein? Ich bin doch nicht klein. Ja, ich sehe jetzt alles. Ich bediene beides. Was geht ab, Pussycat? Noch einer, der mich jetzt mobben wird. Captain, guten Morgen. Neuer Tag, die gleiche Scheiße. Ey, ich bin keine 1,42, ich bin 1,50. Wenn ich zuhören will, lass ich einen fahren. Captain, mach doch nicht sowas. Sag doch erstmal, hallo Dorden. Wie geht's dir, Dorden? Danach kannst du mich immer noch mobben. Lass das ist eklig. Ach, scheiß auf den Penner. Hubi, schlaf schön. Wir lesen uns. Weißt du, was das ist, hä? Das ist sehr geil. Das ist nicht geil. Mobbt euch selber. Captain, wie kommt es, dass du nicht am Baldur's Gate-Universum bist? Wie kommt es, dass du hier bist? Nur ha, der alte Don. Chantal, eigentlich ist das Spam, was Skill gemacht hat. Sowas musst du blockieren, Chantal. Was ist da los? Rechts halten und dann rechts abbiegen.
Einen schönen guten Morgen, Captain. Biege nach rechts ab. Wie lange musst du heute arbeiten, Cap? Ich hoffe nicht lange, wer soll sonst die Welt retten? Jetzt? Geil, danach kannst du Baldurs Tor öffnen. Ja, wollte ihn. Guck mal, der Cabby, der suchte auch schon bald das Gate. Familienbesuch fertig, wollte ihn. Sehr schön. Ja, ich wollte schon offline gehen. Ich habe dich hardcore beleidigt vorhin. Ne? Wollte eigentlich, ich komme in 20 Minuten. Wenn der jetzt nicht antanzt, dann gehe ich auf, habe ich gesagt. Später haben wir es? 8. Gleich. Ja, gut. Eine halbe Stunde arbeiten muss ich noch gleich. Frühstücken, eine Stunde. Danach wäre ich wahrscheinlich wieder da. Bitte links halten. Doch, klar. Wie gehabt, ab 21 Uhr heute. Also immer, ich sag mal so, ab 21 immer, ich weiß nicht genau wann. Aber Nachtschicht geht weiter. Ich muss nur schlafen, ein bisschen verschieben. Normalerweise würde ich gleich ins Bett gehen. Ein paar Stunden pennen. Aber ich muss ein bisschen nach hinten verschieben, weil ich morgen bis 14, 15 wieder wach sein muss. Nee, heute nicht. Heute Morgen nicht. Und bin ich nicht gestresst. Bin heute sehr spät live gekommen, ja. Ja, wie lange bin ich live? 5 Stunden? Ich denke mal, müsste dann jetzt Gold 1 oder Gold 2 wieder sein, ne? Ich fange nächste Woche wieder an mit F1. Aber ist kein Ding. Also da ist ja eh 2-3 Ränge bis Elite. Und LFM Comeback feiere ich auch. Man, ab Elite geht's ja eh nicht mehr weiter. Mhm. ACC, LFM. Aber das geht voll klar jetzt. Also F1 nur Ranked, diese 3 Strecken die Woche und LFM nur eine Strecke die Woche, das geht voll klar. Das kann ich jetzt handeln. Und ich meine, ich möchte halt auch mein Fanatec ausreizen so ein bisschen, ne? Wenn alles klappt, habe ich über nächste Woche meinen neuen PC. Wusste gar nicht, dass du aufrüsten willst oder komplett ein neues holst. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Auch komplett neues Skill oder schleppst du irgendwelche Sachen mit rüber? GPU und Festplatten nehme ich mit. Den Rest neu. Links halten und dann links abbiegen. Hast du eine LFM-Lizenz, Volte? Bist du da Fahrer? Ja,
Ja, aber es geht voll klar. Es gibt halt LFM pro Woche eine Strecke. Und da wird erstmal trainiert und dann passt das. Ich glaube nur GT3 und 4, wie? LFM hast du nicht? Ja. Aber weißt du, was das ist? Das ist Elo-System. Du musst deine Fahrerlizenz machen. Und dann startest du bei 1500 Elo-Punkten. Dann links abbiegen. Und machst, du fährst halt E-Sports dann so richtig mit nee, normale Server nicht. Ich fahr dann nur LFM. Weil da wirst du dann halt auch, mit den Leuten in einem Match getan, die von der Elo her zu dir passen. Und ich habe da immer geile Rennen gehabt. CPU muss ich noch bestellen. Neue Graka hast du schon besorgt? Skill? Sorry, bin gerade in Eile. Ist einfach immer noch nicht ganz so geil. Findest du? GPU wird erstmal 2080 bleiben. Das Upgrade schaffe ich aktuell noch nicht. Okay. Würde ich in das Lenkrad passen, würde ich auch fahren, aber leider zu fett. CPU hat risen. Mit 3D Cache. Ja, geil. Solange du keine Frostbite-Spiele spielst. Auf zerbrechliche Fracht.